Der Deutsche Bundestag wird heute, so zeichnet es sich hier im Ausschuss ab, zwei Gesetze beschließen, die wir vorgeschlagen haben. Es geht um eine bessere Finanzierung der Krankenhäuser in dieser Krise. Wir spannen einen Schutzschirm für die Krankenhäuser, die jetzt gerade intern alles darauf ausrichten, Corona-Patienten behandeln zu können, insbesondere auch bei schwersten Verläufen, wenn es eben Intensivbehandlung, Beatmungsbehandlung auch braucht. Dafür werden auch planbare Operationen und Aufnahmen gerade nicht vorgenommen. Das heißt also, es braucht eine Entschädigung für leere Betten und es gibt einen Zuschuss für den Aufbau von Intensivkapazitäten. Das führt zu sehr, sehr schneller Liquidität jetzt für die Krankenhäuser, die damit sicher planen können. Das Gleiche gilt bei der Unterstützung der Ärztinnen und Ärzte, die gerade in den Praxen tätig sind. Wir wollen etwa die Covid-19-Ambulanzen, die es an vielen Stellen gibt, zentral als Anlaufstelle zusätzlich finanzieren. Und wir wollen auch eine gewisse Sicherheit für die Ärztinnen und Ärzte geben, die teilweise jetzt auch auf Patienten verzichten müssen in manchen Fachbereichen, dass auch dort sie sicher weiterarbeiten können. Gleiches gilt für Pflegeeinrichtungen, die auch durch die Entwicklung bei Corona im Moment teilweise in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen. Für alle anderen im Gesundheitswesen haben wir gerade vereinbart, auch mit den Gesundheitspolitikern aller Fraktionen, werden wir im Nachgang auch in die unterschiedlichen Bereiche, Hebammen, Physiotherapie, viele, viele andere Bereiche, Zahnärzte, auch miteinander schauen, wie wir dort, wo nötig, entsprechende Unterstützung geben können, um Strukturen zu erhalten. Ein zweites wichtiges Gesetz, das wir seitens der Bundesregierung vorgeschlagen haben, sind Veränderungen im Infektionsschutzrecht. Es geht nicht darum, Kompetenzen der Länder oder Kommunen zu verändern, sondern es geht darum, dass der Bund da, wo es auch um bundeseinheitliches Vorgehen geht, zusätzliche Kompetenzen bekommt. Das geht vor allem um die Einreise nach Deutschland, die Möglichkeit, diese auch zu beschränken und mit Auflagen zu versehen in einer solchen epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Es geht darum, dass wir im Bundesministerium, dass ich als Bundesminister für Gesundheit in den nächsten Wochen auch durch Verordnungen sehr kurzfristig und schnell Veränderungen an bestimmten Vorgaben, Bürokratie, Auflagen, Vergütungsstrukturen vornehmen kann, um immer auch dynamisch an die Lage angepasst dann eben die Regeln fürs Gesundheitswesen verändern zu können. Das ist zeitlich alles begrenzt auf die aktuelle Lage, aber eben eine sehr, sehr wichtige Maßnahme. Und Bestandteil dieses Infektionsschutzgesetzes ist eine Lohnersatzleistung für die Eltern, deren Kinder gerade in Kindergarten und Schule eben nicht betreut werden können. Und da, wo andere Unterstützungsmaßnahmen nicht helfen, etwa Kurzarbeitergeld zum Beispiel oder auch das Abarbeiten von Überstunden, das Abbauen von Überstunden, so ist es besser formuliert, oder andere Maßnahmen, dort gibt es dann als Rückfall, als nachrangige Option auch dort eben eine mögliche Unterstützung. Das sind wichtige Maßnahmen als Signal auch in das Gesundheitswesen, dass wir diejenigen unterstützen wollen, die gerade jeden Tag Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, viele andere auch mithelfen, dass wir die aktuelle herausfordernde Lage meistern können, dass wir Perspektive und Sicherheit geben finanziell, dass wir vor allem als Bund aber auch handlungsfähig sind in dieser Lage. Und deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass uns der Ausschuss für Gesundheit in dieser Arbeit unterstützt.